Wenn du dich fragst, wie du ein Teresino in Arc sehen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn genau das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und bevor wir anfangen mit dem Thema, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich trage heute ein T-Shirt von Finn und das ist der Kollege, der mir auch mein Logo für den Kanal gemacht hat. Checkt da gerne den Shop von ihm ab, der Link ist in der Beschreibung und auch unten in den Kommentaren. Und nun zum Themen. Wir brauchen heute Folgendes. Ich nehme hier heute mal 4 kleine Steintore, dementsprechend dazu 2 Dinosaurier-Tore, die wir dann da eben reinsetzen können. Wir nehmen heute mal 2 Bärenfallen mit, 2 große Bärenfallen sei dazu gesagt. Wir nehmen ein paar Spikes mit, um den Terry dann zu schützen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Flinte. Wir brauchen Betäubungspfeile. Natürlich Kibbel oder Fleisch zum Zähmen und selbstverständlich auch Narkosemittel. Narkosemittel sei gesagt, nehmt da auf jeden Fall genügend mit, denn der Terizino schlingt das regelrecht. Ich würde sagen, ich suche mal eben Terizino raus und dann sehen wir uns gleich bei der Falle wieder. So, ich habe meinen Terizino gefunden. Der steht da vorne, direkt vor uns. Das heißt für uns, wir können mal die Falle aufbauen und ich setze dafür einfach hier die Steintore in einer Reihe möglichst mit etwas Abstand dazwischen, sodass der Terizino da auf jeden Fall nicht durchkommt. Das müsste ganz gut aussehen eigentlich. Mit dem Magi kommen wir auch nicht durch. Mit dem Petri würden wir wahrscheinlich durchkommen. Habe ich auch vergessen bei den Dingen, die wir brauchen. Wir brauchen auch irgendwie einen Dino, mit dem wir das Ganze dann auch wieder locken wollen. Jetzt ist da auch ein Rex mit hier in der Nähe. Macht aber nichts. Wir setzen mal einmal ein Tor hier hinten rein, einmal ein Tor hier, können dann einmal hier reingehen und setzen dann auch einmal die Fallen hier mit rein, sodass der Terizino da hoffentlich getrappt wird. Wir machen mal beide Tore auf. Ja, und locken dann eigentlich den Terizino hier rein, aber den hat der Rex gerade mal aufgefressen. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil wir spawnen uns jetzt einfach mal selbst hier einen rein. Der müsste jetzt Level 150 sein, glaube ich. Wir haben ja gesehen, dass gerade einer da war. Es ist noch ein Argier leider da. Wir laufen jetzt einmal hier durch, beziehungsweise fliegen einmal hier durch und hoffen dann, so, dass der nette Herr da einmal getrappt wird. Machen das Tor zu, machen das zweite Tor zu und dann würde ich sagen, holen wir den Agi da mal vor allem weg. Was ist denn jetzt hier los? Und nicht nochmal so eine Aktion hier mit uns beiden. Und dann können wir uns jetzt hier ganz entspannt. So, der Terizino ist auf jeden Fall drin. Wir können jetzt anfangen, hier auf ihn drauf zu gehen und ihn zu betäuben. Das Ding ist, der kann halt Schaden gegen Stein und gegen Holz machen. Wir hätten hier vielleicht verstärkte Dinotore nehmen sollen. Wäre vielleicht noch mal ein Stück besser, aber der hängt jetzt hier auch schön gut fest und kann aktuell auch gar nichts machen. Durch die Bärenfallen habt ihr auf jeden Fall schön Zeit, dann auch die Tore zu schließen. Das heißt, wenn ihr das mit einem Agi macht, ist das auf jeden Fall kein Problem. Mit einem Petri würdet ihr sogar durch die Lücken rauskommen. Das heißt, ihr könntet sogar ein Tor von Anfang an schon dicht haben. Und wie ihr seht, wahrscheinlich würde auch eine Reihe von 3 Toren reichen. Die 4-Tore-Variante ist jetzt die sichere Variante einfach, dass ihr dann auf jeden Fall den Terizino trappen könnt. Und so bekommt ihr auf jeden Fall auch 2 Fallen da rein. So, da liegt er auch schon. Wenn er liegt, würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde hier auf jeden Fall Spikes drumherum packen. Einfach damit er keinen Schaden nimmt und von irgendwas hier angegriffen wird. Natürlich gegen Agis müsst ihr dann gucken, dass ihr da was gegen macht und dabei seid. Aber so eliminiert ihr auf jeden Fall schon mal den Angriff von unten. Denn ich sage euch eins, es ist super nervig, wenn ihr mal einen Terizino gelegt habt und den zähmen wollt. Und das dauert auch wirklich lange. Am besten machen wir hinten auch nochmal zu. Es ist auf jeden Fall super ärgerlich dann, wenn die Zähmung abbricht oder der Bonus nicht mehr so hoch ist. Nur weil irgendein blöder Raptor oder keine Ahnung was oder ein Dilo da reinläuft. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Ihr seht das auch schon, die Bewusstlosigkeit geht halt relativ schnell runter. Also nicht nur relativ schnell runter, die geht schnell runter. Dementsprechend Kibbel schon mal rein, Narkosemittel rein. Und dann empfehle ich euch auch wirklich, dass ihr einfach die gesamte Zeit bei der Zähmung dabei bleibt. Denn auch ich habe schon mal den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ach komm, ich schmeiße schon mal ganz viel Narkosemittel rein, habe ganz viel reingedrückt, bin nochmal in die Base geflogen, bin zurückgeflogen, das waren vielleicht 10 Minuten oder so und der war aufgewacht und man kann ihn dann nochmal von neu betäuben. Ist jetzt hier nicht so tragisch, weil ihr habt den ja getrappt und der kommt nicht raus, aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich und kostet Zeit. Deshalb würde ich euch empfehlen, immer dabei bleiben, auf die Bewusstlosigkeit ein Auge halten, dann könnt ihr ihn auch safe zähmen. So, und da ist das gute Stück auch schon fertig gezähmt. Das Schöne ist, wir können jetzt hier auch einfach mit ihm rauslaufen, wenn er uns dann folgen würde. Denn er passt ja noch durch diese Dinosaurier-Tore durch. Er braucht keins von diesen riesigen Toren. Und wenn ihr ganz pfiffig wart, habt ihr euch sogar noch eine Kryokapsel mitgenommen und könnt ihn einfach einfangen, zu euch zurück in die Base bringen und dann damit farmen oder keine Ahnung was machen, was auch immer ihr damit vorhabt. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn das hilft dabei, dass das Video anderen Leuten auch angezeigt wird und nur so kann der Kanal wachsen. Ansonsten schaut gerne bei Finn im Shop vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.